Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Brotherhood und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Würde mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet, mit noch mehr Leonardos Maschinen zu machen. Und das bietet sich ja jetzt eigentlich an, die zu machen und auch nochmal ein paar Assassinen zu befreien auf dem Weg. Wollen wir zu Fuß gehen? Wollen wir schnell reisen? Ist schon ganz schön weit weg da oben. Zwei Maschinen haben wir noch. Ich weiß gar nicht, gab es vier? Gab es fünf? Gab es am Ende noch eine große Finalmission? Ich erinnere mich nicht mehr. Leider. Wenn ich jetzt überlege über Maschinen, fällt mir auch nur noch eine ein. Eine fällt mir ein, die wir noch machen müssen auf jeden Fall. Die andere habe ich scheinbar verdrängt, wobei die eine ist auch, die eine erinnere ich mich dran, weil sie so schrecklich war. Die 100% dafür. Gut, bei der Flugmaschine habe ich auch gesagt, dass, oder bei dem, ja. Bei der Flugmaschine habe ich auch gesagt, das wird schrecklich mit den 100%. Und was war es denn am Ende? Ja, war eigentlich Pustekuchen. War jetzt nicht so krass schlimm, oder? Also, die Türme natürlich, immer auf die Türme achten, das ist immer wichtig. Und ja, auf da, mit Gebrüll. Teilweise wäre ich fast getroffen worden, aber man hat die Pfeile gesehen und konnte dann ausweichen. Das ging ja dann. Ja, der Typ ist leider weiter oben. Ich habe jetzt keine Lust, da hinzugehen, wenn ich ehrlich bin. Wir werden genug von den Leuten treffen, die dann auf dem Weg sind. So, dann reisen wir mal eben schnell. Irgendwo hier weit nach Norden. Da war eine Leonardo-Mission. So, mal ganz kurz schauen. Animus verlassen ist übrigens wieder Ausrufezeichen. Wir sollten also irgendwann auch demnächst mal den Animus wieder verlassen. Was wollte ich jetzt gucken? Ich wollte gucken nach DNA. Ich wollte wissen, wie viel Prozent wir jetzt haben. 32%. Ihr seht, wie schnell wir auf einmal von 16 auf 32 kamen in wenigen Parts, ne? Also es geht sehr schnell und sehr zügig dann. Wie man merkt. Das haben wir doch schon. Das wussten wir doch schon. Ja. Familie Orsini. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob der Schneider, der da unten ist, ob der schon gekauft ist oder ob ich den vergessen habe. Der schon. Aber das Mausoleum können wir vielleicht kaufen. Spätestens, wenn wir eine Bank in der Nähe haben. Haben wir eine Bank in der Nähe? Da oben im Norden. Im schlimmsten Fall müssen wir nach Norden. Und dann können wir das zumindest schon mal kaufen. Haben wir schon mal ein Wahrzeichen gekauft. Ja, können wir kaufen. Ja, damit. Ihr seht, ist kaum gestiegen. Aber so ist es halt leider. Man kauft sehr viel teures Zeug ein, um 100% zu machen und kriegt dadurch kaum mehr Einnahmen. Die Läden sind halt das, was die Einnahmen produziert. So, wir hätten nach ganz Norden gehen sollen. Da war nämlich direkt die Bank und wir können auch noch einen Assassin wieder befreien und dann machen wir die Leonardo-Mission. Würde ich sagen. Aber zur Bank müssen wir auf jeden Fall, weil ich glaube, das Maximum 60.000 und wir sind schon bald dran. Wir haben jetzt fast 30.000, glaube ich, auf der Bank. 26.000 oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht. 26.000 geht gar nicht. Weil wir ja in 10.000er Schritten. Also 20 oder 30.000 haben wir auf der Bank. Wir haben einiges auf der Bank. Stimmt, wir haben die Wahrheit einfach nicht weitergemacht, aus einfach einem einzigen Grund. Wir haben die Wahrheit nicht weitergemacht, weil wir an einen der Punkte kamen, wo es nicht ging, ne? Na gut, da gab es auch noch Wahrheit, da müssen wir auch nochmal einfach hin. Achso, ich kann ja filtern. Deutlich einfacher. Aber scheinbar ist das, wo wir gerade... Ja, das haben wir schon, okay. Na gut. Die Wahrheit werden wir bald machen. Wenn wir die ganze Map erkunden können, dann können wir die Wahrheit auch machen. Dann schließen wir die ab. So, dann retten wir den hier und dann gehen wir zur Leonardo-Mission. Wir brauchen halt eine volle Reihe an Assassinen, damit wir die alle trainieren auf Level 10. Da sind die auch besser, glaube ich, im Kampf, wenn ich die rufe. Aber die können vor allem halt die fetten Aufträge machen, die mir ordentlich Kohle bringen.
Und dann werden wir immer reicher und reicher und reicher und reicher. Hoffentlich. Die Befreiung Roms hat begonnen. Danke, Signore. Ich habe nichts im Leben. Wenn ich euch dienen darf, das wäre meine Erfüllung. Aber stellt euch mal das Brotherhood-System jetzt mal vor, ja? Stellt euch mal das Brotherhood-System vor und stellt euch das mal weiterentwickelt vor. So wie das, wie die das mit Assassin's Creed 3 und Black Flag mit dem Schiff gemacht haben. Einfach weiterentwickeln. Und statt irgendwie 10 Assassinen, die wir jetzt, glaube ich, haben können, oder 12 oder sowas, kannst du halt irgendwie 100 Assassinen haben. Und du hast dann Missionen, in denen du mit 100 Assassinen irgendwie irgendwo reinstürmst oder sowas. Einfach mal Power Fantasy. Gibt's halt alles nicht, weil die das System nie weiterentwickelt haben. Also in Revelations gibt's auch nochmal Leute, die man rekrutieren können und so. Also das kann ich schon mal verraten, dass das Spiel natürlich jetzt nicht auf einmal, die Ezio-Trilogie nicht auf einmal keine Rekrutierung mehr haben wird, ist ja klar. Das ist jetzt Bestandteil der Ezio-Trilogie. Aber so wirklich richtig gibt's das später, glaube ich, nicht mehr mit dem Rekrutieren. Die Befreiung Roms hat begonnen. Messere, ihr habt mich gerettet. Gewährt mir die Ehre, euch dienen zu dürfen. Eigentlich schade, weil das System ist doch eigentlich cool mit der Befreiung Roms und allem. Ich finde das super cool gemacht. Also mich motiviert das, wenn ich ehrlich bin. Das Gefühl irgendwie, ja, Rom zu befreien. Ist hier gerade ein Turm in der Nähe? Aber den Turm können wir nicht machen. Nee, nee. So. Kriegsbände. Den Templer-Aufseher eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Den Aufseher mit der Pistole töten. Ich sag's euch, wie es ist. Dreist sein lohnt sich. Einfach reinlaufen, mit Adlerauge, Ziel rausmachen, anvisieren und auf da. Sag's, wie es ist. Einfach dreist. Einfach dreist sein, das funktioniert immer. Tut mir leid für alle Pferdefans, dass ich das Pferd gerade getötet habe. Ah, es war gar nicht tot. Es hat sich nur hingelegt. Es hat sich nur hingelegt. Alles gut. Dem Pferd geht's gut. Ich glaube, das ist die Mission, die schlimm ist. Irgendwie erinnere ich mich an diese Gegend hier. Irgendwie erinnere ich mich. Monte Cicero. Ja, Panzerwagen. Ja, Cicero. Cicero.
Monte Circeo. Monte Circeo, auch bekannt als Carpe Circeo, markiert nun als Landzunge die südwestliche Grenze der Pontinischen Sümpfe, etwa 100 Kilometer südwestlich von Rom. An der Ostseite der Landzunge haben Geologen Überreste antiker Befestigungsanlagen gefunden. Es ist nicht geklärt, von wem sie stammen, doch sie sind definitiv ein malerischer Ort zum Ausspannen. Glaubt mir, das ist grauenvoll. Diese Mission ist grauenvoll auf 100% zu machen, weil man darf keinen Schaden nehmen. Im Panzerwagen keinen Schaden nehmen. Hölle auf Rädern. Leonardos Panzerwagen ist ein anspruchsvolles und verheerendes Kriegsgerät, das den Ausgang einer Schlacht verändern kann. Es muss zerstört werden. Die Erfindung ist sicher und die Spione im Camp. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. Was wollt ihr? Wo sind die Pläne für diese Waffe? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens 3 Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir haben 3 Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von den Plänen in einer Zelle. Die helfen euch. Wen? Müssen wir warten.
Checkpoint. Da Vincis Maschine. Folgt uns. Sie halten den Weg geheim, aber wir haben den Eingang entdeckt. So. Ergreif den Bastard! So, dann geht mal weiter. Geheimgang. Und jetzt kommt das Schlimmste. Seiner Armee. Sein Heer ist dabei, einen Überraschungsangriff auf Sizilien vorzubereiten. Wir werden sie aufhalten. Ab jetzt wird's übel. Bei jedem Schaden müssen wir neu starten. Also, nicht die komplette Mission, aber wir müssen sterben lassen. Wenn der Schaden kurz vor Ende kommt, ist richtig scheiße. Ich finde einen Weg. Weil wir können halt nicht hier ins Menü gehen und sagen, können nur die komplette, alle Fortschritte in Erinnerung gehen verloren. Wir können nicht sagen, wir möchten nur den Checkpoint neu. Geht nicht. Wir können nicht manuell Checkpoint machen. Das ist halt eine der Sachen, die wirklich nervig ist an dem Spiel. Da haben sich auch viele Leute darüber beschwert. Aber es kann ja nicht sein. Wenn du stirbst, kann er den Checkpoint ja laden. Also muss es ja auch eigentlich einfach sagen können, ich möchte Checkpoint. Aber geht halt nicht. Vielleicht schaffen wir es ja wie bei den anderen Missionen bisher, beim ersten Mal. Ich bezweifle es aber, weil ich weiß, dass ich bei der Mission echt teilweise wahnsinnig geworden bin. Ich lasse die Brücke herab. Leonardo will, dass ich damit fahre? Keine Anleitung. War klar. Vorwärts! Das wird grauenvoll. Wäre fast der erste Schaden gewesen. Weil die Kanonen am Wegesrand haben.
Boah. Das wäre fast schief gegangen. Jetzt kämpfen wir gegen anderen Panzer. Wenn unseres beschädigt werden kann, dann ihres auch. Nur noch ein paar Treffer. Okay, okay, okay. Bisher geht's. Aber es wird noch schlimmer. Der letzte Kampf kommt hinter dem Tor da. Haben wir es geschafft? Boah, ich bin so angespannt. Ich weiß, wie einfach diese Mission fehlschlagen kann. Einfach zur Seite bewegen als Tipp. Die ganze Zeit seitlich bewegen. Boah, ich bin gerade so glücklich, dass das geklappt hat. Ich würde dich gern behalten. Prozent. Nice. Dann treffen wir uns mal kurz mit Leonardo, weil er gerade hier in der Nähe ist. Dann holen wir uns das letzte Upgrade. Oh, da unten ist eine Kiste. Die dürfte bestimmt viel wert sein, so eine Kiste, die hier so versteckt ist. Nö. War ziemlich wertlos. Genau genommen war sie ziemlich wertlos. Aber gut. Wir treffen uns aber mit Leonardo. Er ist halt auch scheiße für Leonardo, dass er so Maschinen entwerfen musste für die Borgia. Und ich glaube, der wünscht auch nicht, dass die Maschinen eingesetzt werden, um Menschen zu töten. Leonardo ist ja eigentlich ein guter. Lustigerweise hat Leonardo, soweit ich das recherchiert hatte damals, glaube ich, hat er wirklich Kriegsmaschinen gebaut, aber nicht die, die wir hier sehen. Also er war schon darauf angewiesen, seine Ingenieurskunst auch für Kriegswaffen zu nutzen. Aber das hier sind alles nur Pläne. Soweit ich weiß, war das sogar so, dass diese Pläne dadurch auch wirklich entstanden sind, aber die Maschinen wurden nie gebaut, weil sie nie funktioniert haben. Ich bin mir gerade unsicher, ob das so war oder ob das komplett erfunden war. Ihr müsst ja nochmal nachgucken. Aber Leonardo ist ja sowieso ein interessanter Charakter, auch geschichtlich gesehen. So, da haben wir eine Mission erledigt, jede Menge davon.
Wir haben neue Anwärter. Zwei Stück. Ach stimmt, wir können die übrigens erst mehr holen, jetzt, wenn wir die Türme befreit haben, genau. Ich erinnere mich. Ich finde es ein bisschen verschwendet an den Stufe 4er, aber gut. So, alle sind unterwegs und arbeiten. Ich lese das jetzt alles nicht vor, was wir da tun. Also ihr könnt euch vorstellen, wir bestechen Leute und so weiter. Wir machen das, was wir hier im Spiel auch machen. Nur mit den Assassinen halt auf der ganzen Welt dann verteilt. Was super cool ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Dass wir jetzt so ein internationales Netzwerk hier aufbauen von Assassinen. Das gibt es natürlich auch schon vorher, aber wir erschaffen halt eine Bruderschaft, die überall hilft, wo Hilfe notwendig ist. Überall da, wo das Volk sich erhebt gegen die Herrschenden. Was zu dieser Zeit ja lustigerweise wirklich tatsächlich Ding ist, was wirklich viel passiert ist, ne? Also historisch gesehen. Also Könige und sowas mussten immer mehr den Bürgern und den Leuten und auch den Bauern Rechte einräumen, weil die das nicht mit Bezirk machen lassen. Das ist ja auch immer das Ding, was viele Leute immer falsch sehen am feudalen Mittelalter. Jetzt kommt wieder ein bisschen Information. Ist ja nicht so, dass die Leute nicht aufbegehrt haben und dass die Könige dann eben nicht auch entsprechende Rechte und Zugeständnisse gemacht haben, weil die Macht lag auch da, quasi bei den Leuten, die Nahrungsmittel herstellen, logischerweise, und die für die Versorgung sorgen. Und wenn die dann irgendwann sagen, dann machen wir nicht mehr, dann müssen auch Könige Zugeständnisse machen. Lass mich raten, du brauchst neue Entwürfe. Warte hier, ich komme gleich wieder. Nur ein kleiner Stich und meine Feinde werden fallen. Was bringt mir das jetzt, nochmal hier zu sitzen? Du hast bereits alles, ja, was ich für dich entwerfen könnte. Eben. Boah, da ist aber der Leonardo ganz schön sauer. Na, sauer ist er nicht. Das glaube ich nicht, dass er sauer ist. Aber wir können mal ganz kurz zum Kunsthändler gehen, weil wir haben schon lange nicht mehr geguckt, ob wir neue Karten kaufen können. Bestimmt können wir neue Karten kaufen. Schauen wir mal. Dann müssen wir wieder zu jedem Gebiet und jetzt zu den Kunsthändlern. Ja, ein Vergnügen. Hab Dank für das Geschäft. Dass wir hier einfach Schätze haben, die ich nie entdeckt habe. Die sind aber auch deutlich leiser, ne? Also man muss schon deutlich näher dran sein, damit man die hört. Vorher war das nicht so schlimm mit der Lautstärke. Hier ist es halt wirklich nochmal ein bisschen anders gemacht worden, sodass die wirklich sehr leise sind. Und erst wenn man sehr nah dran ist, hört man sie wirklich. Wenn man jetzt über die Dächer läuft, hört man das nicht. Nicht wie bei Assassin's Creed 2, also sind die Karten wirklich notwendiger hier. Aber die Banner, die hört man immer, lustigerweise. Die haben echt verschiedene Lautstärken, lustigerweise. Ich weiß nicht, lustigerweise. Ich wiederhole das Wort lustigerweise jetzt einfach nochmal 50 Mal, dann wird es vielleicht lustiger. Ich bin gerade einfach nur happy. Ich bin einfach nur happy, dass wir das mit den Maschinen so gut hinbekommen. Drei Maschinen schon ohne Neustart. Wenn wir bei der vierten jetzt ein bisschen verkacken und nochmal neu starten müssen, dann ist das ja wohl verzeihbar, oder? Das Ding ist einfach, ich möchte halt, ich sag's immer wieder, ich möchte für euch gut spielen. Das ist meine Prämisse. Ja, ich mache 100%, das ist für die einen oder anderen vielleicht nervig und vielleicht mache ich das auch nicht optimal. Ich mache das jetzt nicht Speedrunner-mäßig. Hier die 100% voll, von wegen optimalen Wege und Routen und keine Ahnung was, aber
ich möchte das, was ich hier spiele, die Mission, die ich mache und wo ich 100% versuche zu bekommen, möchte ich halt so gut wie möglich umsetzen, damit ihr nicht so lange hier sitzt und, oder nicht lange sitzen, weil lange sitzen tut er sowieso bei 100%, aber dass ihr nicht sitzt und immer wieder das Gleiche seht, weil ich immer wieder dran scheitere und dann wieder die salty Kartoffel ertragen müsst, weil ich werde halt irgendwann auch salty. Ich weiß nicht, was das bei Assassin's Creed ist, bei anderen Spielen bin ich super geduldig, aber bei Assassin's Creed habe ich immer das Gefühl, ich habe immer das Gefühl, leider, und das ist ein bisschen, das ist vielleicht das, was manche Leute immer beschreiben als technisch nicht so einwandfrei, dass ich oft nicht schuld daran bin, sondern dass manchmal das Spiel auch schuld dran ist und dann werde ich halt echt salty. Weil dann fühle ich mich unfair behandelt. Ich weiß nicht, Fairness, hatten wir auch schon mal das Thema, was ist fair, aber ich fühle mich dann vom Spiel unfair behandelt, wenn das Spiel einfach rumspackt. Aber ich muss sagen, es geht bisher erstaunlich gut. Vielleicht bin ich einfach besser und so geworden. Was cool wäre, wenn... Aber das Ding ist einfach, ich habe auch das Spiel mehrmals durchgespielt. Aber ich muss sagen, beim letzten Mal hatte ich auch Probleme mit den Panzermissionen. Beim letzten Mal war ich salty, als ich das gespielt habe. Diesmal ging es echt angenehm. Man muss halt nur den Trick herausfinden, mit dem, dass der vorher zielt, was ich bei den Kanonen auf einmal gesehen hatte. Das fiel mir vorher nie so richtig auf. Und dass der da gezielt bleibt. Der zielt quasi vorab, nicht so wie ich. Ich kann ja immer drehen und dann sofort schießen. Der zielt vorab und das heißt, du kannst einfach aus dem Schuss rausfahren. Was ja Sinn macht, dass du das kannst. Damit du überhaupt eine Chance hast, ohne Schaden daraus zu kommen. Aber das habe ich irgendwie vorher, glaube ich, nie gecheckt. Ich habe vorher nie so wirklich... Vielleicht liegt es daran, dass ich vorher nie das Spiel so gut spielen können wollte, dass ich... Ne, dass ich jetzt diesen Druck habe, das als Video aufzunehmen. Für Leute, die das dann später sehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mich total schlecht anstelle, ist das halt irgendwo auch peinlich. Weil man sich denkt, das geht halt auch besser. Und vielleicht gebe ich deswegen mehr Acht auf das, was ich tue. Und auf meine Umgebung und versuche das alles zu analysieren und direkt zu checken. Deswegen, ich habe auch noch nie so viele Banner gefunden. Noch nie, als ich einfach nur durch Rom gelaufen bin. Das ist einfach nur deswegen, weil ich halt einfach die ganze Zeit die Augen offen habe. Damit wir nicht überall immer 3-4 Mal hinlaufen müssen. Damit ich möglichst so gut wie alle Banner schon habe, wenn wir dann irgendwann die Karten holen. Es muss irgendwie mit all dem zusammenhängen. Glaube ich. Es liegt an euch. Ihr seid ein guter Einfluss auf mich. Seht's doch mal so. Seht's doch mal positiv. Ihr habt einen guten Einfluss auf mein Gaming. Schwierig wird's dann bei Callisto-Protokoll, was wir demnächst spielen werden. Das kommt übrigens uncut in Deutschland raus. Kann ich schon mal ankündigen. Wir werden Callisto-Protokoll spielen. Ich glaube, wenn ihr das hier seht, dann sind wir schon längst dabei. Weil ich glaube, das Video kommt schon im nächsten Jahr. Ich glaube ja. Das Video hier seht ihr nicht bis vor 2023. Schönes neues Jahr übrigens. Frohes neues und so. Weil da kommen ja noch Assassin's Creed 1 und Assassin's Creed 2 und Assassin's Creed Alter Ears Chronicles und Assassin's Creed 2 Discovery und Assassin's Creed Bloodlines und das kommt ja alles noch dazwischen, bevor ihr das hier seht. Und dann kommen ja noch 15 Parts oder 20 Parts von dem Spiel hier, bis ihr dann hier bei diesem Part seid, wo ich mit euch spreche. Ja, ich produziere derzeit sehr viel vor. Tomb Raider ist ja auch gerade am Laufen. Ich glaube, jetzt müsste auch das Shadow laufen. Das ist ja auch schon seit Ewigkeiten abgedreht. Aber ich will halt jetzt auch nicht euch total überfluten mit Videos. Ich bin jetzt einfach zu einem anderen Spielstil übergegangen. Vorher habe ich bei YouTube immer so gemacht, dass ich versucht habe, möglichst nah die Spiele aufzunehmen. Aber da derzeit nicht so wirklich Kommentare kommen, auf die ich großartig eingehen kann. Außer vielleicht bei Rune Factory 4, da möchte ich mich nochmal bedanken für die ganzen Kommentare, die da auch Tipps gegeben haben. So. Aber da eben nicht so viele Kommentare kommen, da ich auch keine Tipps brauche bei Brotherhood jetzt zum Beispiel. Oder bei Tomb Raider brauche ich auch keine Tipps. Ich muss nicht auf das Feedback in den Kommentaren unbedingt eingehen. Wäre natürlich schön, wenn ich Kommentare hätte, auf die ich eingehen könnte in den Videos. Habe ich aber halt nicht. Und deswegen kann ich super viel vorproduzieren. Problem ist natürlich, wenn das irgendwann sich ändern sollte, dann muss ich halt wieder einen Stil finden, wo ich wieder näher an den Videos bin, wo sie veröffentlicht werden. Ich werde Assassin's Creed Origins vermutlich noch in diesem Jahr anfangen, also 2022. Und die Videos werden die Leute dann sehen, Ende 2023. Also, das wird die Reihe sein, die ich am meisten vorproduziere von allen. Wir werden monateweise Videos vorproduziert haben. Aber ich sag mal, es sind ja auch gute Videos. Also wenn ich jetzt... Ich bin stolz auf die Videos hier von Assassin's Creed derzeit. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd und ein bisschen komisch, dass ich stolz auf meine Videos hier bin, aber dass ich das gerade so gut schaffe, da bin ich echt ein bisschen stolz drauf. Doch. So ein bisschen. Nicht viel, ich bild mir jetzt nicht drauf ein, ne?
Es ist nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt hier der weiß ich nicht was. Aber ich bin stolz drauf, dass es klappt. Ich bin stolz drauf, dass ich nicht alles schneiden muss, weil ich tausendmal... Ich hatte Angst. Ich hatte so Angst, dass wir so viele Missionen verkacken. Wirklich. Aber selbst die Engelsburg haben wir beim ersten Versuch geschafft. Wir waren sehr vorsichtig, das stimmt. Ich spiele sehr vorsichtig. Aber das will das Spiel ja auch irgendwo. Man ist ja auch Assassine. Man soll ja auch unentdeckt agieren. Entsprechend bin ich einfach nur in der Rolle. Und ich liebe es, das derzeit zu spielen. Es ist so schön, Assassin's Creed zweimal wieder zu spielen. Das letzte Assassin's Creed, was ich gespielt habe, war Valhalla. Und es tut so gut, dieses Spiel zu spielen, dieses Spiel hier zu spielen. Und einfach wieder zu sehen, wie viel Mühe die sich damals gegeben haben bei diesen Spielen. Diese Spiele von Teil zu Teil zu verbessern. Das ganze Bruderschaftssystem hier, ich mag es. Auch wenn es so ein bisschen dieses Mobile-Game-Flair hat. Mit den schickt die Leute los, aber die Zeiten sind halt alle sehr kurz. Ihr seht ja, wir haben schon direkt wieder 11 Nachrichten. Direkt schon wieder 11 Aufträge erledigt. Sind alle schon wieder da, die Assassinen. Und es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Wenn man die ganzen Texte liest, vor allem von den späteren Missionen, ist das auch ganz cool, tatsächlich. Vielleicht sollte man die Texte vor allem von dem hier lesen und sowas. Ne? Informationen stehlen und sauber machen und so Missionen. Es gibt so ein paar Missionen, die haben auch ganz interessante Texte. Glaube ich, mich zu erinnern. Ich will es jetzt nicht an die Wand malen, aber ich glaube schon, dass hier einige der Texte ganz cool sind. Vor allem diese Mission zum Beispiel, wo man auch einen Kletterring bekommt und Items und so Sachen. Ich glaube, da sind manche Texte dabei, die ganz cool sind, aber ich glaube, die Missionen wiederholen sich auch. Das heißt, wir können die Texte auch irgendwann mal lesen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt jetzt die Texte lesen. Das sind zwar kurze Texte, eigentlich könnte ich sie lesen, wenn wir ehrlich sind, aber ja. Dauert dann halt jedes Mal dummerweise ein bisschen, ne? Bis wir dann hier. Komm, machen wir einen Dreier. Also. Nicht so ein Dreier. Ich weiß, keiner hat daran gedacht. Nur ich war wieder so versaut und hab sowas gedacht, aber. So ein Dreier meine ich auf jeden Fall nicht. Okay. Ich weiß, der Part ist wieder zu lang. Ja, ich weiß. Aber seht ihr mal, ich produziere für ein ganzes Jahr vor Videos, ne? Und trotzdem mache ich die Videos noch lang. Ich habe halt das Gefühl, vielleicht klappt das mit YouTube, wenn ich einfach viel bringe. Vor allem, wenn ich dann viel habe. Nehmen wir an, ich habe jetzt irgendwann so Mitte 2023 für den Rest des Jahres komplett Videos, ja? Und das Einzige, was ich noch machen muss, sind neue Spiele, die rauskommen zum Beispiel, ne? Die muss ich natürlich dann noch machen, weil die kann ich ja nicht vorproduzieren. Sowas wie Plague Tale Requiem, was wir gespielt haben, was übrigens ein super gutes Spiel ist. Ihr solltet es wirklich angucken. Außer ihr habt Probleme damit, jemanden heulen zu hören, weil ihr hört mich in bei diesem Spiel heulen. Weil es mich sehr mitgerissen hat. Es hat mich echt direkt ins Herz getroffen, das Spiel. Auch aus persönlichen Gründen. Also wenn ihr ein bisschen mehr persönlich von mir erfahren wollt, aus meiner Vergangenheit oder Dinge, die vielleicht ein bisschen trauriger sind aus meinem Leben, dann Requiem, ne? Plague Tale Requiem. Außerdem erfahrt ihr da auch mehr über das Mittelalter, was ich auch hier immer wieder erzähle. Ich muss mir demnächst mal wieder ein bisschen mehr Mittelalter-Sachen angucken, um wieder ein bisschen mehr Wissen zu haben und vielleicht ein bisschen was über die Renaissance angucken, ne? Damit ich euch ein bisschen was über die Renaissance auch erzählen kann. Vielleicht ein paar interessante Informationen. Ich finde das ja immer schön, wenn ich euch irgendwie was erzählen kann. Ich finde, das wertet das halt alles irgendwie ein bisschen auf, oder nicht? Wenn ich jetzt wenigstens ein bisschen was am Wissen habe, was ich vermitteln kann. Ich denke mal, zumindest ist es nicht negativ. Es ist vielleicht jetzt nicht... ich bin damit jetzt kein großer Let's Player. Ich bin jetzt kein Let's Player mit Millionen Abos, nur weil ich ein paar Informationen über die Renaissance äußere. Ich höre immer wieder, und das finde ich immer sehr interessant, aber ich weiß halt nicht, ob die Leute da so recht haben mit dem, was sie sagen, weil ich sehe es ja in den Zahlen. Ich sehe es ja, dass die Leute, also es gibt ein paar Leute, du, der hier gerade zuschaut zum Beispiel, die schauen sich meine Videos an, ja, die gibt es. Aber ich lese halt oft den Kommentar, schon öfter, muss man schon sagen, wie es ist. Erstmal ganz kurz das hier, Messati di Traiano, ein schönes Beispiel für die vielen standhaften Wahrzeichen, die uns der einfallsreiche römische Bauherr Kaiser Trajan hinterlassen hat. Sein Mercati oder Messati gilt als das älteste Einkaufszentrum der Welt und beherbergte zu seiner Zeit nicht weniger als 150 Geschäfte und Büros. Es wurde von Trajans Lieblingsarchitekten Apollodoros von Damaskus zwischen 107 und 110 unter unserer Zeit errichtet und wird als eines der Wunder der Antike angesehen. Noch vor zum Beispiel Aquädukten mit 150 Kilometer Länge, die die Stadt mit Trinkwasser versorgten. Nein, ein Einkaufszentrum ist natürlich viel beeindruckender. Was wollte ich sagen?
Genau, ich höre ja mal wieder in die Kommentare, tatsächlich oft. Oh. Torre Melizzi. Dieser imposante mittelalterliche Turm neben dem Trajansforum ist nicht nur einer der ältesten und am stärksten befestigten, sondern auch einer der höchsten Türme Roms. Du wirst eine leichte Neigung bemerken, die auf ein Erdbeben im Jahr 1348 zurückgeht, bei dem da auch das oberste Stockwerk einbrach. Obwohl heute oft Nero als Erbauer angenommen wird, ist es wahrscheinlicher, dass er von Papst Innozent III. In Auftrag gegeben wurde. Die Leute glauben einfach, dass er von Nero ist, weil er pompös und protzig wirkt. Das kann ich ihnen nicht verübeln. In der Renaissance gab es Gerüchte um einen Schatz in den schwer zugänglichen oberen Geschossen, aber das wurde nie bewiesen. So. Leute schreiben in den Kommentaren, also nicht, ich sage jetzt nicht, dass es mega oft ist, aber ich höre es halt schon öfter. Also das ist einer der Kommentare, die ich wirklich öfter höre. Vor 2 Tagen zum Beispiel noch war ein Kommentar, dass ich viel mehr Zuschauer verdient hätte und dass ich das richtig gut mache und eine total tolle Stimme habe und meine Let's Plays richtig unterhalten sind und alles. Höre ich super oft. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum meine Let's Plays unterhalten sind. Das ist halt immer das Problem, wenn man die selber aufnimmt. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen. Ich bin halt ich. So spannend finde ich mich selber nicht, aber vielleicht finden mich andere dann spannend. Ich weiß nicht. Oder was ich hier tue und mache. Aber ich weiß nicht, ob diese Menschen. Ich will es jetzt nicht böse sagen, ja. Ob diese Menschen eine Geschmacksverirrung haben. Weil es ist ja offensichtlich in den Zahlen. Ich habe ja nicht die Zahlen. Ich sitze ja nicht hier mit irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Abos oder so. Sitze ich ja nicht. Ich arbeite mich langsam und stetig hoch, ja. Und das wird ich werde vermutlich niemals über 5.000 Abos kommen. Weil ich dann vorher schon aufhören werde, einfach nach. Also in 5-6 Jahren habe ich dann 10.000 Abos oder was? Ja, vielleicht. Aber dann habe ich halt auch alles gespielt, irgendwie Großartiges. Ich glaube, dann kommt da auch nicht mehr viel von mir. Ich glaube nicht, dass das jemals richtig losgehen wird hier. Außer ich mache irgendwann tatsächlich die Videos, die ich schon ewig plane, aber es ist halt ein Risiko, ne? Weil in der Zeit, wo ich ein Video schneide, wo ich dann vielleicht 5, 6, 7 Stunden an einem Video schneide, hätte ich auch 5, 6 Stunden lang Assassin's Creed aufnehmen können und hätte dann einfach 12 Videos gehabt, statt nur einem. Also das ist halt immer der Deal, den man dann eingeht, ne? Man investiert sehr viel Zeit in ein Video und legt alles drauf, dass das funktioniert und dann ist es halt noch enttäuschender, wenn es nicht funktioniert. Wenn Let's Play nicht funktioniert, hatte ich wenigstens Spaß, das Spiel zu spielen. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt Spaß daran zu schneiden. Ich habe jetzt nicht Spaß daran, ein aufwendiges Video zu schneiden. Ich habe Spaß daran, wenn das dann gesehen wird und Leute das feiern. Ja, das macht dann Spaß und Freude. Aber das Schneiden ist halt schon anstrengend. Das ist halt schon Arbeit. Man muss sich viele, viele Gedanken machen und so. Also klar, es gibt natürlich Schnitt und Schnitt, ne? Aber ich rede dann schon von ordentlich schneiden, ne? Ich rede nicht von paar Bildchen zusammenschneiden oder sowas. Ich rede schon davon, dass das dann ein ordentlich spannendes Video ist. Zum Beispiel hier bei Assassin's Creed kann man zum Beispiel auch sowas zusammenschneiden wie alle Fehler-Locations. Das muss halt auch cool gemacht sein, sodass das auch durchdacht ist, in welcher Reihenfolge man die macht und alles. Und mit der Karte zusammen oder so reingeschnitten. Gut, das wäre noch eins der relativ einfachen Videos, aber wenn ich jetzt ein Video mache über die Geschichte von Videospielen oder sonst irgendwas, irgendwas Krasses, so eine Dokumentationsmäßiges, Da würde ich Monate investieren müssen und dann habe ich dieses Video und vielleicht funktioniert das dann halt nicht, weil keiner Arsch sich dafür interessiert, was ich den Leuten erzählen will. Versteht ihr? Und dann sitze ich da mit 50 Aufrufen auf dem Video und denke mir, yo, Monate meines Lebens investiert in den Schnitt und die Produktion eines Videos und dann kommt dabei nichts rum. Und das geht halt, das Ding ist, ich weiß, dass es hochgut oder hochwertig produzierte Videos auf YouTube gibt, die auch durch die Decke gehen. Aber das heißt eben nicht, dass jedes hochwertig produzierte Video durch die Decke geht, ne? Das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen mache ich es erstmal mit dem Let's Plays und wenn es irgendwann vielleicht, wenn ich mehr Interaktion habe, mehr Zuschauer habe, mehr Watchtime habe, mehr Abonnenten habe, vielleicht irgendwann wechsle ich dann so ein bisschen den Content, nicht im Sinne von komplett wechseln, sondern im Sinne von, dass ich auch mal ein Video nebenher produziere, was ich dann hochladen werde. Final Fantasy XIV ist ja so die erste Bastion, wo ich das angehen will. Dass ich mal geschnittene Videos mache, weil ich dann die komplette Hauptgeschichte von dem Spiel als Film quasi bastel. Ja. Das ist so das erste Projekt, was ich auf jeden Fall machen möchte. Und das wird bestimmt irgendwann kommen, aber es wird noch ein bisschen dauern. Aber der Part ist schon lange vorbei. 45 Minuten schon. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Ezio Auditore da Ferenza und euer Potato Pet verabschieden sich. Requiescat in Pace.